Das mit dem Verdienen, das möchte ich Ihnen auch noch aus dem Bewusstsein streichen. Unsere Sprache gibt uns da leider ein Handicap vor, weil wir zu Geld kommen, indem wir es verdienen. In anderen Sprachen ist das viel besser und deswegen sollten wir das ändern. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich ein Amerikaner bin und gehe hinaus to make money, ich mache Geld. Das ist eine ganz andere Grundhaltung als verdienen. Das hört sich so nach im Schweiße deines Angesichtes und mühevoll muss man sich erarbeiten. Und mit dieser Grundüberzeugung gehen wir dann ran, dass man Geld eben sich verdienen muss. Die Engländer machen das noch besser. To earn money, die ernten es einfach. Von Säen ist da überhaupt nicht die Rede. Ja? Die haben ein Weltreich gegründet, indem sie in die Welt hinausgezogen sind und sagt, alles mein. Und haben geerntet. Ja? Ein Commonwealth. Ja, es geht offensichtlich. Ich will nur sagen, wie die Sprache schon eine ganz andere Haltung vorgibt. Oder vielleicht können Sie sich die französische Grundhaltung zu eigen machen. Gagner d'argent. Die Franzosen gewinnen Geld einfach. Ja? Das heißt also, wenn wir einmal in die verschiedenen Sprachen schauen, zeigt das, man muss Geld gar nicht unbedingt verdienen. Es genügt völlig, dass man es bekommt oder hat. Ja? Also streichen Sie das Verdienen aus Ihrem Bewusstsein, ersetzen Sie es durch Verursachen. Die Ungarn sind noch ein bisschen schlechter dran. Die suchen Geld, sie haben es bis heute nicht gefunden. Ja? Weshalb ich das gerne immer wieder sage, ist, dass wir uns die verschiedenen Energien bewusst machen, die uns die Sprache vorgibt, zu Geld zu kommen. Und dass es keineswegs Gott gewollt ist, dass man Geld verdient, sondern dass Sie bestimmen, auf welche Weise Sie zu Geld kommen, das heißt, dass Sie es verursachen. Und wenn Sie Geld verursachen oder Erfolg oder was auch immer Ihnen wichtig ist, Sie können jeden beliebigen Zustand verursachen. Denken Sie an die innere Dimension. Wenn Sie Geld verursachen, kann es Ihnen gehen wie mir, dass Sie dann im Lotto gewinnen und gewinnen 777 Mark und sagen, ja gut, jetzt habe ich gewonnen, aber ich hatte es mir eigentlich anders vorgestellt. Nein, Sie hatten es sich eigentlich nicht anders vorgestellt. Sie haben genau das bekommen, was Sie verursacht haben, nämlich gewonnen. Und deswegen prüfen Sie einmal Ihre innere Dimension. Ich sage Ihnen vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe einen Freund, ist auch schon Jahre her, der ist Filmproduzent in Kanada. Und wir telefonierten mal vor Jahren und dann sagte ich, wie geht's so? Ach, sagt er, ganz gut, ich habe im Moment 22 Millionen Dollar Schulden. Sag ich, oh, 22 Millionen Dollar Schulden, das sind ja 35 Millionen Mark. Oh. Das würde mich doch belasten. Ach nein, sagte er, das ist unwichtig, in 2 Jahren ist das wieder weg. Und sie haben dann wieder gesprochen. Dann habe ich gesagt, wie ist das? Ach so, das ist erledigt, ich habe inzwischen schon wieder 20 Millionen Dollar Guthaben. Dann habe ich gemerkt, das ist eine andere innere Dimension. Ich habe nicht so in einem Jahr mal eben 20 Millionen Dollar und dann wieder nicht oder doch. Ja, das ist eine. Diese innere Dimension aber begrenzt unseren Erfolg. Ich hatte zum Beispiel jemanden, den habe ich gefragt, das war Anfang des Jahres, ich glaube im Mai so, April oder Mai, wie viel Geld werden Sie bis Weihnachten, bis Jahresende verdient haben? Und er sagt, bisher habe ich Jahr für Jahr immer so 550.000, ich komme einfach nicht drüber. Und da sage ich, stellen Sie sich einmal eine Summe vor, die Sie glauben können. Und er sagt, also 1 Million kann ich glauben, bis Jahresende. Und dann haben wir im Oktober telefoniert und ich habe gefragt, wie läuft es denn so? Sagt er, fantastisch. Ich bin schon bei 960.000 Mark. Das Weihnachtsgeschäft ist bei uns ganz großartig. Es bringt so 25-30% des Jahresgewinns. Also ich werde dieses Jahr weit über diese Million kommen. Und dann haben wir am Jahresende gesprochen. Dann sagt er, es ist unglücklich gelaufen. Es kam Stornos und dann ging es ein bisschen rauf und runter, hin und her. Kurzum, er hat die Million erreicht und nicht mehr. Das heißt also, diese innere Dimension kann das Leben nicht überschreiten. Aber Sie können sie ändern.
Ändern können Sie sie erst, wenn Sie sich dieser Dimension bewusst sind. Und deswegen meine Frage noch einmal, was sagt Ihre innere Dimension zu diesem kurzen Termin Weihnachten? Wie viel Geld werden Sie bis dahin bekommen, haben, zur Verfügung haben? Und da werden viele automatisch denken, naja gut, in der kurzen Zeit, das kann ja nicht mehr viel sein. Und dann werden Sie genau diese Erfahrung machen. Aber prüfen Sie mal, die mehr glauben können. Sie haben ja dann den Erfolgsbericht in 14 Tagen. Nehmen Sie mal den größtmöglichen Betrag, den Sie glauben können, bis Weihnachten noch einzunehmen. Und gehen Sie die zwei Schritte der Verursachung. Stellen Sie sich vor, wie viel das ist. Und zweiter Schritt, nehmen Sie es in Besitz. Das heißt, erleben Sie sich, wie Sie es haben. Gibt es dabei irgendwelche Schwierigkeiten bei diesen beiden Schritten? Nein, wahrscheinlich werden viele Schwierigkeiten haben, wenn Sie sagen, ja gut, noch 20.000 Mark bis Weihnachten. Und vielleicht sind auch einige unter uns, die sagen, nur 20.000 Mark bis Weihnachten, da hoffe ich doch auf ein bisschen mehr. Ja? Das heißt also, diese innere Dimension ist relativ. Es gibt große Unterschiede, aber Sie können es ändern. Gehen Sie einmal an den größtmöglichen Betrag heran, den Sie glauben können, und verursachen Sie ihn jetzt, indem Sie diese zwei Schritte vollziehen, sich vorstellen, den Betrag, und in Besitz nehmen, indem Sie ihn im Empfang nehmen, indem Sie ihn haben, indem Sie Ihr Bankkonto anschauen, indem Sie erleben, dass Sie es haben. Und denken Sie daran, ohne diesen zweiten Schritt zu vollziehen, kann es nichts werden. Bittet um was ihr wollt, glaubt nur, dass ihr erhalten habt, und es wird euch werden. Ich würde sogar heute übersetzen, und es muss euch werden, denn das Leben kann Ihnen das nicht versagen. Das können nur Sie. Wenn Sie es also glauben können, wenn Sie es in Besitz nehmen können und es fühlt sich für Sie natürlich an und es stimmt für Sie, dann haben Sie es in 14 Tagen. Und dann freuen Sie sich. Dann hat sich der Besuch gleich hier vielfach bezahlt gemacht. Das heißt also, noch einmal, jeder bekommt vom Leben das, was er verursacht. Nicht mehr, nicht weniger und nichts anderes. Sobald Ursache und Absicht übereinstimmen, muss der erwünschte Erfolg eintreten. Also, stellen Sie sich einmal vor, was Sie beabsichtigen, in irgendeinem Aspekt, machen wir es noch einmal, dass wir das wirklich in Übereinstimmung bekommen, denn so entsteht Erfolg. Nicht, indem Sie außen hart arbeiten. Das kann zeitweise ganz hilfreich sein, aber das ist nicht die Lösung, um zu Erfolg zu kommen. Erfolg entsteht in Ihrem Bewusstsein. Also stellen Sie sich in irgendeinem Aspekt Ihres Lebens einmal vor, wo Sie was optimieren wollen. Und für viele ist es leichter, negativ zu denken, weil Sie da die größere Übung haben, indem Sie sich vorstellen, wo stimmt es denn in meinem Leben nicht? Welcher Aspekt ist nicht optimal? Und dann gehen Sie den zweiten Schritt. Wie hätte ich es denn gerne? Wie wäre dieser Aspekt optimal? Das ist die Grundarbeit, die Grundvoraussetzung zum Erfolg. Ich muss ihn erst einmal in meiner Vorstellung schaffen. Also, das ist der Mangel, den ich nicht gern hätte, der unerwünschte Zustand. Jetzt arbeite ich in meiner Imagination aus, in meiner Vorstellung. Wie hätte ich es gern? So, da kann ich es noch verändern, hätte ich gerne so, so viel, so groß, so lang, bis die Zukunft stimmt. Gleich vollziehen, machen Sie es gleich. Und im dritten Schritt nehmen Sie das in Besitz. Erleben Sie sich in der erfüllenden Situation. Sie haben gerade das erreicht. Sie haben es bekommen. Erleben Sie sich am Ziel, jetzt, hier.
Und erleben Sie vielleicht zwei, drei Aspekte dieses Erfolgs, zwei, drei unterschiedliche Situationen, in denen dieser Erfolg zum Ausdruck kommt. Vielleicht eins, wie Sie Ihr Bankkonto anschauen, ein anderes, wie Sie mit Freunden erzählen, wie die sagen, Mensch, wie hast du das geschafft, ist ja unglaublich und so weiter. Verschiedene Situationen und nehmen es so in Besitz. Und das letzte Geheimnis der Verursachung ist, fühlen Sie Dankbarkeit, das bekommen zu haben, was Sie erst noch gerne hätten. Aber Sie haben es ja jetzt in der Vorstellung bekommen und in dieser Vorstellung bitte Dankbarkeit fühlen, nicht denken. Viele Menschen denken ihre Gefühle nur noch. Sie sagen, ah, da bin ich aber froh. Aber man sieht an ihrem Gesicht, die sind überhaupt nicht froh. Die sagen das nur. Sie denken Freude. Und das hilft nicht. Es funktioniert nur, wenn Sie es fühlen. Also sehen Sie es vor sich, nehmen Sie es in Besitz und fühlen Sie Freude und Dankbarkeit, das bekommen zu haben. Und dann können Sie die Hände in den Schoß legen und es dem Leben überlassen, wie es das hervorbringt. Denn dann haben Sie gesät. So wie der Bauer, wenn er seine Felder bestellt hat, dann ist nichts anders als vorher. Das eine Feld sieht genauso aus wie das andere. Aber er weiß, da ist gesät, das wächst. Und jetzt braucht er nichts mehr tun. Es sei denn, er fährt mit dem Traktor über das Feld und guckt, ob was gewachsen ist. Dann wächst nicht. Machen Sie sich allerdings auch bewusst, jeder einzelne Gedanke ist eine Ursache. Negative Gedanken können natürlich nur negative Folgen nach sich ziehen. Ganz gleich, was in Ihrem Leben bisher passiert ist, Sie sehen daran nur, wie Sie zuvor gedacht haben. Und das ist das Schöne, Sie können es in jedem Augenblick ändern. Und das wäre jetzt ein guter Augenblick, das zu ändern. Fangen Sie einmal an, positiv zu denken. Gehen Sie einmal in diese Schwingung. Und im gleichen Augenblick, wo Sie das von sich glauben, ist es Wirklichkeit. Das meine ich mit sympathisch werden. Sie können hier beschließen, absichtlich sympathisch zu werden. Und zu bleiben natürlich. Es nützt ja nichts, wenn Sie mal zwei Minuten sympathisch sind. Bleiben Sie einfach sympathisch, weil sympathischen Menschen hilft man viel lieber. Mit denen ist man gerne zusammen, mit denen arbeitet man gern zusammen. Die unterstützt man, wo man kann. Halten wir also fest, Sie können das Drehbuch Ihres Lebens jederzeit ändern. Und in diesem Zusammenhang noch einmal ein Tipp: Hören Sie auf, Ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Da gibt es so Therapien, wo man das macht, da geht man jahrelang hin und arbeitet seine Vergangenheit auf. Die liegt doch hinter Ihnen. Lassen Sie sie doch da liegen, wo sie liegt. Sie begegnet Ihnen nie wieder im Leben. Wenn Sie nach vorne schauen, ist die gesamte Vergangenheit, alles, was bisher war, hinter Ihnen. Ich lebe ohne jede Vergangenheit. Alles, was länger als 3 Minuten her ist, interessiert mich nicht. Das wird mir sowieso nie wieder begegnen. Aber ich weiß, die Zukunft gehört mir. Da kann ich tun und lassen, was ich will. Ich bin Herr der Zukunft. Also hören Sie auf, Ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Lassen Sie sie einfach nur vorbei sein. Und wenn das so ist, dann machen Sie sich bewusst, Sie können aus allem einen Erfolg machen und jedes Spiel gewinnen. Aus allem. Das heißt, Sie nehmen eine Situation, die mag noch so schwierig erscheinen, und Sie verändern sie in das, was Sie gerne hätten. Stellen Sie sich vor, diese Situation, die ist Energie, die wird wieder geändert, und aus dieser Energie machen Sie eine neue Situation, die Sie gerne hätten. Das können Sie. Durch Identifikation wird eine Möglichkeit der Zukunft zur Realität der Gegenwart. Lassen Sie sich diesen Satz einmal im Bewusstsein zergehen. Was das bedeutet,
durch Identifikation wird jede Möglichkeit der Zukunft zur Realität der Gegenwart. Sie können also jede beliebige Situation, die Sie wünschen, jeden erwünschten Zustand durch Identifikation in Besitz nehmen und das Leben muss ihn hervorbringen. Wahrer Erfolg ist auch, sich selbst neu erfinden. Viele Menschen versuchen, sich zu verstehen, sich zu erkennen, an sich zu arbeiten, sich zu bemühen. Vergessen Sie das alles. Erfinden Sie sich einfach neu. Seien Sie so, wie Sie gerne wären. Und das beginnt genauso, wie man Erfolg verursacht. Schaffen Sie zunächst einmal eine Vorstellung von sich, wie Sie gerne sein möchten. Nehmen Sie es geistig in Besitz, indem Sie sich immer wieder so erleben. Dann seien Sie außen so. Das ist alles. Mehr ist nicht zu tun. Und noch etwas. Versuchen Sie nicht wieder zu siegen. Wir sind leider durch unsere Gesellschaft zu Siegern und Verlierern erzogen worden. Das heißt, wir haben Konkurrenz, wir kämpfen immer gegen was. Das ist schon bei der olympischen Idee, die so hoch gehalten wird, genau so. Einer kann siegen und die anderen werden dadurch automatisch Verlierer. Ich habe einmal meine Lektion vor 20 Jahren in Kyoto gelernt, in Japan. Da kam ich aus meinem Hotel und ein paar Häuser weiter war ein japanischer Kindergarten und die hatten anscheinend gerade Sport. Und da schaute ich mir diese japanischen Kinder an, die sahen ja alle aus wie aus der Presse, so alle gleiche Gesichter, gleiche Frisuren. Ich konnte da keinen Unterschied erkennen und die waren dann so in Dreierreihen. Und der Lehrer oder wer auch immer, Erzieher, stand daneben und sagte, was auf Japanisch, sprechen ja immer so energisch, so, ja, und dann rannte die erste Reihe los. Ich verstand das ja nicht. Und nach einer Weile sagte er wieder, und dann rannte die nächste Reihe. Und ich versuchte zu verstehen, Moment, wer misst denn jetzt die Zeit? Und dann habe ich meinen Dolmetscher gefragt, sagt, wie stellen Sie denn fest, wer gewonnen hat? Und dann hat er mich mit einem Wort verblüfft. Er hat gesagt, wozu? Und dann habe ich gemerkt, die stellen das überhaupt nicht fest. Und dann habe ich mir das erklären lassen. Die Kinder rennen nicht gegeneinander und stellen fest, wer heute gewinnt. Sie versuchen heute besser zu sein als gestern. Sie konkurrieren nur mit sich. Sie werden gar nicht erst erzogen, den anderen als Konkurrenten zu sehen. Das ist ja unglaublich. Warum ist das nicht bekannt? In dieser Haltung sollten wir durchs Leben gehen, mit sich selbst zu konkurrieren. Und damals habe ich erkannt, siegen heißt verlieren. Denn ein Sieger siegt so lange, bis er zum Verlierer geworden ist. Und daraus habe ich gelernt, aus diesem Kindergartenerlebnis für meine Unternehmensberatung, eine Lösung ist nur, wenn alle Beteiligten dabei gewinnen. Es darf keinen Sieger geben. Sonst gibt es auch Verlierer. Und dann ist es keine optimale Lösung. Das heißt, mein Konzept war immer, als Unternehmensberater diesen dritten Weg zu finden. Das heißt, unter welchen Umständen würden alle Beteiligten gewinnen? Und dann war es natürlich nicht schwer, die einzelnen Parteien zu überzeugen, weil sie hatten ja Vorteile davon. Also versuchen Sie, wenn Sie erfolgreich sein wollen, nicht mehr zu siegen. Fangen Sie an zu gewinnen. Und sorgen Sie dafür, dass Ihre Umgebung mit Ihnen gewinnt. Zum Erfolg gehört allerdings gelegentlich auch etwas Mut. Wer ein Omelett machen will, muss den Mut haben, Eier zu zerschlagen. Sonst kommt er nicht zum Omelett. Also, schauen Sie gleich einmal praktisch wieder auf eine Situation Ihres Lebens. Wo ist etwas nicht so gut, wie es sein könnte oder sollte? Und wo fehlte Ihnen der Mut, einen schmerzhaften, notwendigen, schwierigen Schritt zu tun? Und tun Sie ihn jetzt. Sagen Sie, okay, ich führe dieses Gespräch. Ich führe diese Trennung herbei. Ich löse das.
machen Sie sich bewusst, es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Und jede Aufgabe hat eine Lösung. Wir haben gesagt, das Leben reagiert nur auf ihre Anweisungen. Das heißt, alle Situationen, alle Begegnungen, alle Umstände, ihr ganzes Schicksal, der Zufall, ihr Geld, alles folgt ihren Anweisungen. Das Leben kann nur das hervorbringen, was sie verursachen. Wenn der Bauer in seinem Acker nichts sät, kann er 10 Jahre daneben sitzen und warten, da wird Unkraut wachsen. Aber keine Ernte. Das ganze Leben wartet also auf ihre Anweisung. Also geben Sie ihm doch eine. Jetzt, hier, immer gleich. Was hätte ich gerne? Ich gebe jetzt meinem Leben, meiner Zukunft eine Anweisung. Und immer in diesen Schritten, wenn es sein muss, in einem allerersten Schritt, negativ, wo stimmt es nicht, was gefällt mir noch nicht? Und davon ausgehend, wie hätte ich denn diese Situation gern? Und sie mir vorstellen und verändern in der Vorstellung, bis sie mir gefällt? Hineingehen in Besitz nehmen, mich erleben in der Situation? Und mich erfüllen mit einem Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Schön. Das ist auch geschafft. Jesus hätte gesagt, es ist vollbracht. Machen Sie sich jetzt einmal die wichtigsten Stationen der nächsten 50 Jahre bewusst. Was soll in dieser Zeit passieren? Dann werden Sie merken, Sie müssen nachdenken. Das heißt, Sie haben das bisher nicht geklärt. Indem ich glücklich bin und so weiterbleiben und vieles für andere Menschen auch machen können. Vieles für andere Menschen machen können. Das ist gut, dass wir gerade dieses Beispiel haben, denn so genau geht es nämlich nicht. Jeder Satz, jeder Gedanke, der mit "Ich möchte" anfängt, endet nicht mit Erfolg. "Ich möchte" ist ein Wunsch und trennt mich von der Erfüllung. Das ist nicht Gewinnerbewusstsein. Das heißt also, ich habe diesen Wunsch noch nicht in Besitz genommen. Ich habe aus diesem Wunsch noch nicht eine Absicht gemacht und aus dieser Absicht Gewissheit. Deswegen wünschen Sie sich nicht, wie Ihr Leben weitergehen soll, sondern konkretisieren Sie Ihre Lebensabsicht. Eine Absicht ist etwas ganz anderes wie ein Wunsch. Ein Wunsch ist etwas, das ich gerne hätte. Eine Absicht ist etwas, das ich tue. Das geschieht. Löschen Sie also jeden Wunsch aus Ihrem Leben. Leben Sie wunschlos, denn ein Schöpfer hat keine Wünsche. Er kann sie sich ja verwirklichen, er hat bestenfalls Absichten. Und dann geschieht es auch. Vollziehen Sie also jetzt einmal die wichtigsten Stationen Ihrer Wunschbiografie, damit wir die verwirklichen. Und eines gehört dazu: der richtige Beruf. Das heißt, Beruf als Berufung. Ist Ihre derzeitige Tätigkeit so, dass Sie sich jetzt schon auf Montag früh freuen, um weitermachen zu können? Wenn ja, dann sind Sie mit großer Wahrscheinlichkeit in Ihrer Berufung. Wenn nein, sollten Sie das ändern. Und ändern heißt in den nächsten Monaten. Erfolgreich sein kann man nämlich nur dort, wo es Freude macht. Wenn Sie einer Tätigkeit nachgehen, um Geld zu verdienen,
werden Sie dort wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben. Das heißt also, zu dieser Wunschbiografie gehört auch die Klarheit, was würde ich am liebsten tun? Was wäre für mich eine erfüllende Tätigkeit? Machen Sie sich das einmal bewusst. Und machen Sie daraus Ihre Berufung. Und noch etwas. Sobald Sie beginnen zu arbeiten, hören Sie auf, produktiv zu sein. Das heißt, wenn Sie Ihre Tätigkeit Arbeit nennen können, machen Sie etwas falsch. Vielleicht sollten wir das präzisieren. Arbeit ist alles, was ich tue, um Geld zu verdienen, um meine Familie zu ernähren, um meinen Lebensabend abzusichern und so weiter. Eine Berufung ist etwas ganz anderes als ein Beruf. Ein Beruf ist etwas, wovon man lebt. Eine Berufung ist das, wofür man lebt. Wenn Sie also in dieser Berufung sind, dann werden Sie wahrscheinlich sehr gut sein, weil Sie das gerne tun. Wenn Sie gut sind, werden Sie auch gut bezahlt. Und damit sind Sie noch erfolgreicher. Das heißt also, hören Sie auf zu arbeiten. Das heißt nicht, nichts mehr zu tun, sondern nichts mehr zu tun, das Sie Arbeit nennen, sondern etwas, das Ihnen Freude macht. Und damit kommen wir zu einem weiteren Erfolgsfaktor, nämlich mein Selbstbild. Machen wir uns einmal bewusst, wo dieses Bild herkommt, ganz gleich, wie es aussieht. Wo kommt Ihr Selbstbild her? Als Sie auf die Welt gekommen sind, hatten Sie kein Selbstbild. Sie wussten nicht einmal, dass es Sie gibt. Sie haben die anderen wahrgenommen. Das Du, die Mutter, Vater, Geschwister, Umwelt. Und aus den Äußerungen der anderen entstand allmählich ein Bild von sich selbst. Oder das machst du aber toll, oder lass das, du machst alles kaputt. Alles das wurde Teil ihres Selbstbildes. Das heißt, dieses Selbstbild ist zum größten Teil von anderen geprägt. Das entspricht ihnen gar nicht. Wenn aber das Selbstbild ihnen nicht entspricht, kann ihnen auch ihr Leben nicht entsprechen. Das heißt, dann leben sie gar nicht ihr Leben. Dann leben sie das, was die anderen von ihnen erwarten, was die gerne hätten, was man sich von ihnen wünscht. Und das meine ich damit, wie hätten sie sich denn gerne? Welcher Mensch wären Sie gern? Fangen Sie hier einmal an, sich zu erfinden. Und das beginnt damit, dass Sie sich in Frage stellen. Nichts von den Eigenschaften, die Sie haben, gehören zwangsläufig zu Ihnen. Alle sind angenommen und damit änderbar. Sie brauchen sich also gar nicht zu wundern, wenn Sie mit Ihrem Leben nicht zufrieden sind. Denn bevor Sie sich nicht selbst erfunden haben, ist es gar nicht Ihr Leben. Und das Bild, das wir uns von uns selbst machen, ist deswegen so wichtig, weil die Welt, die wir erleben, eine Reflexion unserer Überzeugung ist. Ihr Selbstbild bestimmt den größten Teil Ihres Lebens, ohne dass Sie es merken. Es ist eine sehr starke Ursache für den größten Teil der Lebensumstände, in denen Sie leben. Das kann man nicht ändern. Aber das Selbstbild können Sie ändern. Das ist Ihre Entscheidung. Probieren wir das noch einmal aus. Sympathie als Erfolgsfaktor. Wir haben das ja schon zweimal gemacht. Schauen wir mal, wie gut Sie inzwischen geworden sind. Seien Sie also wieder einmal sympathisch jetzt.
Und vielleicht noch ein Hilfsmittel. Man ist besonders sympathisch und man wirkt besonders sympathisch, wenn man den anderen sympathisch findet. Und jetzt richten Sie Ihre Sympathie einmal auf Ihren Nachbarn. Und finden Sie den mal sympathisch. Ganz genau so geht es. So geht es wirklich. Und der andere kann nicht anders, als Sie ebenfalls sympathisch finden, weil Sie den ersten Schritt gemacht haben. Wenn Sie also hier rausgehen wollen als sympathischer Mensch, dann fangen Sie an, die anderen zu mögen. Fangen Sie an, die anderen sympathisch zu finden. Das hat nämlich einen großen Vorteil. Es zwingt Sie, Ihr Bewusstsein auf das Angenehme im anderen zu richten. Und wenn Sie wirklich einmal einen finden, der einfach nur widerlich ist, dann bewundern Sie seine Konsequenz. Also finden Sie einfach einmal an jedem Menschen etwas Sympathisches. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt zum Erfolg. Und sagen Sie es ihm. Machen Sie ab sofort Wortgeschenke. Gewöhnen Sie sich an, jedem Menschen, wenn ich sage jeden, meine ich jeden, jedem Menschen etwas zu sagen, was Sie an ihm sympathisch finden. Angenehm, gut, bewundernswert. Das hilft Ihnen, indem Sie Ihr Bewusstsein auf das Angenehme, Positive richten und damit das hervorrufen und damit für den anderen sympathisch werden. Und auf einmal, von einem Moment zum anderen, verzaubern Sie Ihr Leben. Es ist auf einmal viel leichter. Nur sollten Sie sich das angewöhnen, das bei jedem zu tun. Dann denken Sie nämlich dauernd dran. Sonst vergisst man wieder zwischendurch sympathisch zu sein und ist wieder normal. Sobald Sie aber jemandem begegnen und automatisch Ihr Bewusstsein darauf richten, was finde ich denn an dem jetzt gut, sind Sie wieder in der sympathischen Ausstrahlung. Und das gehört natürlich ganz einfach zum Erfolg dazu. Nehmen wir einen anderen Aspekt des Lebens, wo Misserfolgsmechanismen wirken können, die Erfolg erfolgreich verhindern. Nehmen wir doch den Erfolg gleich. Ja? Also, was sind Ihre Überzeugungen zu Erfolg? Prüfen Sie einmal sich, wie denken Sie über Erfolg? Erfolg ist für mich die Dinge, die ich mir vorstelle, von denen ich träume, die ich vor meinen Augen habe, dass ich die erreichen will. Ja, das möchten Sie erreichen. Materiell oder ob Sie geistig sind, das ist mir dahingestellt. Ganz gleich, ob Sie materiell oder geistig sind, aber werden Sie sie erreichen? Natürlich. Natürlich. Ja, das wäre die ideale Antwort, wenn es Ihnen natürlich vorkommt, Ihre Ziele zu erreichen. Und wenn das kein Glaubenssatz ist, dann ändern Sie das jetzt bitte. Sorgen Sie dafür, dass das, was Sie erreichen wollen, Ihnen natürlich vorkommt. Denn wenn es Ihnen nicht natürlich vorkommt, wenn Sie es nur gerne hätten, haben Sie keine Chance. Und das müssten Sie jetzt ändern. Und so könnten Sie einen Misserfolgsmechanismus nach dem anderen aus Ihrem Leben entfernen. Wenn wir also genau hinschauen, erkennen wir, wir können im Leben wählen, indem wir unsere Einstellung verändern. Es ist so wie beim Radio. Sie hören vielleicht eine Sportsendung, eine kleine Drehung am Knopf und Sie sind im Symphonieorchester. Und noch ein bisschen weiter und Sie sind irgendwo in den Nachrichten. Und Sie drehen nochmal und Sie hören ein Hörspiel. Das heißt, Sie haben die Wahl.
Durch eine geringfügige Veränderung der Einstellung kommen sie in eine ganz andere Welt. Und so ist es auch mit ihrem Leben. Es ist wie mit der Fernbedienung beim Fernseher. Wenn Ihnen Ihr Lebensprogramm nicht gefällt, drücken Sie doch drauf. Neues Programm. Ändern Sie es. Sie haben es in der Hand. Je sorgfältiger und genauer Sie Ihre Einstellung ändern, desto größer wird die Wirkung sein. Also prüfen Sie einmal, welche Einstellung Sie gerne ändern möchten, und ändern Sie sie gleich hier. Und machen Sie sich auch bewusst, welcher Aufwand ist nötig beim Radio oder beim Fernsehen, das Programm zu wechseln. Der Aufwand ist sehr gering, aber das Ergebnis ist unglaublich anders. Und genauso ist es in Ihrem Leben. Könnten Sie sich einmal bewusst machen, jetzt, dass Sie die Wahl haben, welches Programm Sie wählen für Ihr Leben? Welche Lebenseinstellung Sie wählen? Welche wunderbare Möglichkeit uns da an die Hand gegeben ist, dass wir das bestimmen können. Und davon sollten Sie Gebrauch machen. Diese Fantasiearbeit kann wunderbar oder katastrophal wirken, je nachdem, was Sie sich regelmäßig vorstellen. Und ganz gleich, was Sie sich bisher vorgestellt haben vom Leben, ab jetzt könnten Sie es ändern. Fangen Sie an, sich immer wieder dieses neue Leben vorzustellen, das Sie leben möchten. Und wundern Sie sich nicht, dass Sie genau das im Außen erleben werden. Sie können als Schöpfer alles erreichen. Die Hauptarbeit wird sein, sich zu entscheiden, was Sie haben wollen. Und immer wieder sage ich als Hilfsmittel, beginnen Sie mit dem, was Sie nicht mehr haben wollen. Möglicherweise erleichtert Ihnen das die Arbeit. Wir haben auch gesagt, wer ein klares Ziel hat, hat bereits den halben Weg dahin zurückgelegt. Denn aus klaren Zielen ergeben sich klare Entscheidungen. Aber bei Zielen sollten Sie sorgfältig wählen. Es gibt nämlich falsche und richtige Ziele. Wie ich heute Morgen schon sagte, es kann sein, dass Sie etwas haben wollen, sagen wir mal einen Partner, und die Strafe ist, dass Sie ihn bekommen. Das kann genauso sein, eine Tätigkeit, eine Wohnung, eine Situation, irgendetwas, das ich haben will. Etwas, das Sie haben wollen, ist nicht automatisch das Richtige. Das heißt, Sie sollten es vorher probieren, ob das auch stimmt. Und ein Weg, das festzustellen, ist, das Ziel hinter dem Ziel zu erkennen. Machen wir das gerade mal miteinander wieder praktisch. Sagen Sie mir mal ein Ziel, irgendein Teilziel. Was hätten Sie gern vom Leben? Ein neues Haus. Ein neues Haus. Gut. Das ist ein weit verbreitetes Ziel. Für mich wäre es eine Strafe. Also ich habe Häuser gehabt und ich bin froh, dass ich keine mehr habe und ich werde nie mehr eins haben. Es hat viele Gründe, aber schauen wir mal bei Ihnen, das Ziel hinter dem Ziel. Sie wollen gern ein neues Haus. Jetzt, warum? Was versprechen Sie sich davon? Was wollen Sie damit erreichen? Was ist also das Ziel? Ich will damit sagen, wir sollten kritisch die Ziele hinter den Zielen prüfen, denn es kann sein, dass Sie dann das Haus haben eine höhere monatliche Belastung,
müssen sich um die Erhaltung kümmern, haben viel mehr Arbeit, müssen Gartenarbeit machen und alles Mögliche und sagen, das alles wollte ich eigentlich gar nicht. Also ganz gleich, was es ist, prüfen Sie, warum will ich das, was ich will? Was verspreche ich mir davon? Es passiert nämlich immer wieder, dass besonders junge Leute vorwärts kommen wollen, Direktor werden wollen oder selbstständig werden wollen, weil sie wer sein wollen. Und dann besuchen sie Abendkurse, machen Diplome, machen Überstunden und erreichen ihr Ziel und stellen fest, dadurch sind sie nicht wer geworden. Sie haben jetzt nur mehr Arbeit, mehr Verpflichtung. Sie haben auf der einen Seite mehr Geld, aber keine Zeit mehr, es auszugeben. Wenn Sie einen neuen Anzug brauchen, dann müssen Sie Ihre Sekretärin in die Stadt schicken, dass die Ihnen ein halbes Dutzend zur Auswahl bringt, weil Sie keine Zeit haben, hinzugehen. Und dann stellen Sie vielleicht fest, sagen, Moment, das wollte ich eigentlich gar nicht. Dann haben Sie aber 10 oder 20 Jahre verschwendet, um ein Ziel zu erreichen, nur um festzustellen, dass Sie es gar nicht wollten. Und dann müssen Sie sich neu fragen, was wollte ich denn eigentlich? Worum es geht, ist, dass Sie mal Ihr ganzes Leben in Frage stellen und einmal bei Null anfangen und den Tag neu erfinden. Schreiben Sie das Drehbuch Ihres Lebens neu. Wie hätte ich gern mein Leben? Und jetzt noch eine ketzerische Frage. Prüfen Sie einmal, wie viel Sie ungefähr in diesem Leben verdient haben, bisher. Geschätzt. Ja, Sie brauchen es mir nicht sagen. Machen Sie sich nur einmal bewusst eine konkrete Summe. Was glauben Sie, wenn Sie ein bisschen älter sind, müssen es Millionen sein, zwangsläufig? Okay. Machen Sie sich einmal konkret die Summe bewusst. Wie viel wahrscheinlich ungefähr habe ich in diesem Leben verdient? So, und jetzt kommt die andere Frage. Wie viel davon haben Sie übrig behalten? Und dann werden Sie sehen, das steht in einem Missverhältnis. Ja? Sie haben wahrscheinlich ganz beachtlich verdient, aber es ist nicht viel übrig geblieben. Nicht genug jedenfalls. Und jetzt die letzte Frage. Sind Sie mit dem zufrieden, was bisher übrig geblieben ist? Sie sollten es nicht sein. Was wir jetzt brauchen, ist eine konstruktive Unzufriedenheit, dass Sie sagen, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Und dann würde ich anregen, das Wort bisschen noch zu streichen. Warum sind Sie so bescheiden? Es könnte, es sollte ruhig mehr sein. Ich habe vor einiger Zeit, erst vor ein paar Wochen, in einem interessanten Buch eine Geschichte gelesen, die mir bewusst gemacht hat, diese Entscheidung, die ich auch irgendwann in meinem Leben getroffen habe, und vielleicht möchte ich sie vorlesen, damit Sie überlegen, ob Sie bereit sind, auch eine solche Entscheidung heute, jetzt und hier zu treffen. Ich zitiere einfach einmal so, wie es da stand, er erzählt in der Ich-Form. Ich möchte Ihnen eine wahre Geschichte von zwei Personen erzählen, die genau die gleiche Ausgangssituation hatten, aber an zwei völlig verschiedenen Orten landeten, aufgrund der von Ihnen getroffenen Entscheidungen. Die Geschichte beginnt an einem frischen Herbstmorgen, als ich auf dem Weg nach Florida zu einem Buchgroßhändler war, um mit ihm über die Verfügbarkeit meiner Bücher in Buchhandlungen landesweit zu reden. Hinterher entschied ich mich, bei meinem alten Arbeitsplatz bei der Dynasty Boat Corporation vorbeizusehen. Zu meiner Überraschung waren zwei der Jungs, mit denen ich vor fast 10 Jahren zusammengearbeitet hatte, immer noch dort beschäftigt. Und ich war sehr erfreut, sie wiederzusehen, und wir tauschten Geschichten über die gute alte Zeit aus. Und als ich gerade gehen wollte, steckte einer der Jungs seinen Kopf aus dem Bootrumpf und fragte mich, was ich denn heute so mache. Und ich erzählte ihm, ich hätte einige Geschäfte gegründet und einige Bücher geschrieben. Wart einen Moment, sagte ich,
Ich glaube, ich habe einige Bücher im Auto. Eine Minute, ich hol dir eins. Und als ich zum Auto lief, um ihm das Buch zu holen, rief er mir hinterher: Vergiss das Buch. Wenn du mir etwas holen willst, dann hol mir ein 6er-Pack Bier. Und alle krümmten sich vor Lachen und Bobs Kumpels stimmten ihm zu, dass ein kaltes Bier ein gutes Buch immer noch schlägt. Ich verabschiedete mich von allen und ging nachdenklich zu meinem Auto. Denn das war genau die Entscheidung. Auf meiner Heimfahrt musste ich immer wieder daran denken, an welch unterschiedlichen Plätzen im Leben Bob und ich gelandet waren, obwohl wir beide die gleiche Ausgangssituation gehabt hatten. Schwitzend Seite an Seite in einem Bootsrumpf mit einer Schleifmaschine in unseren Händen. 10 Jahre später schwitzte und schuftete Bob immer noch für $8 die Stunde. In einem guten Jahr mit vielen Überstunden würde er es auf $18.000 bringen. Nun ist mir klar, dass $18.000 im Jahr für viele Leute gutes Geld ist. Doch ich entschied mich damals, als ich Seite an Seite mit Bob schwitzte, meinen Marktwert zu erhöhen, zu verbessern. Ich entschied mich, ihn so dramatisch zu erhöhen, dass ich viel, sehr viel mehr Geld verdienen konnte mit einer Tätigkeit, die ich liebe, statt mich mit $18.000 und einer Tätigkeit, die ich hasse, zu begnügen. Als Ergebnis meiner Entscheidung, meinen gültigen Marktwert zu erhöhen, indem ich als Mensch gewachsen bin, verdiene ich heute oftmals $18.000 an einem einzigen Tag. Das alles nur, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und das wäre vielleicht eine gute Situation für Sie, zu überlegen, ob Sie jetzt eine solche Entscheidung treffen sollten. Ob Sie sich entscheiden sollten, Ihren Marktwert zu erhöhen. Denn das ist das Interessante. Jeder verdient im Leben das, was er verdient. Nämlich so viel, wie er dem Markt wert ist. Und eine Voraussetzung, dass der Markt erkennt, wie viel Sie wert sind, und der erste Schritt zur Erhöhung des Marktwertes ist, dass Sie sich mehr wert sind. Dass Sie sich jetzt hier entscheiden, nicht mehr mit dem zufrieden zu sein, was Sie bisher vom Leben bekommen haben. Und sich ganz konkret zu entscheiden, wie viel Sie sich wert sind. Also 2 Entscheidungen. Was möchte ich gerne tun? Wie sieht mein idealer Tag aus? Und wie viel verdiene ich? Und das in eine konkrete Entscheidung zu bringen. Machen Sie sich bewusst, gewinnen ist nur eine Gewohnheit. Leider ist verlieren das auch. Und wenn wir diese Möglichkeit im Bewusstsein haben, dann sollten wir jetzt vielleicht ein neues Hobby uns zulegen und sollten Zukunftsdesigner werden. Lebensarchitekt. Das heißt, ganz bewusst unser Leben gestalten. Einen Plan machen, wie ein Architekt ein Haus baut. Wir haben ja unseren Häuslebauer da als Beispiel. Ja, da hat man zuerst eine Idee, ich hätte gern ein Haus oder hier, ich hätte gern 1 Million oder ich hätte gern Erfüllung in diesem Leben. Der erste Schritt ist also, ich muss für mich definieren, was bedeutet überhaupt für mich Erfolg. Für den einen mag es der Erfolg sein, wenn er seinen Traum vom eigenen Häuschen verwirklicht. Und der andere sagt, für mich ist ein Erfolg, wenn ich bis 100 gesund bin. Und wieder ein anderer sagt, Hauptsache ich bin mit meinem Partner glücklich. Und ein anderer meint vielleicht, ja, aber alles das für mich. Ja? Und ein dritter sagt, da haben wir das Wichtigste vergessen, die geistige Entwicklung. Ich möchte ein immer klareres, erhobeneres Bewusstsein haben. Aber Sie können vom Leben alles haben. Das Wichtige ist, dass Sie sich entscheiden, was darf es denn sein? Das Leben macht es nämlich wie der Metzgerei. Wenn Sie da sagen, ich hätte gern 100 Gramm von der Salami, dann fragt die meistens hinterher, darf es ein bisschen mehr sein? Und so macht das Leben das auch. Ja?
Sie können ruhig etwas mehr haben. Also worüber wir hier sprechen, sind seriöse, anfassbare, nachprüfbare Chancen. Und soweit es die Erfolgsgesetze betrifft, ist es 10.000-fach erprobt. Das funktioniert einfach. Das sind die Gesetzmäßigkeiten, die einen Erfolg unvermeidbar machen. Aber natürlich muss es noch getan werden. Ich zeige nur, wie es geht. Ich mache es nicht für Sie. Und wenn Sie dann Lebensarchitekt sind, bitte. Ich muss ganz dringend noch etwas fragen. Und zwar warte ich die ganze Zeit darauf. Sie haben das wunderbar erklärt, wie man es macht, was man denkt, wie man lebt. Und ich höre immer, aber das dauert seine Zeit. Sie müssen ganz in Ruhe abwarten. Sie sind der Schöpfer. Was Sie glauben, wie lange es dauert, so lange dauert es. Sie können es sofort haben. Oder in 10 Jahren. Oder am Ende Ihres Lebens oder nie. Das gehört mit zu dieser inneren Dimension. Ihre innere Dimension bestimmt, wie viel und wann. Oder, wenn das leichter für Sie verständlich ist, Ihre Überzeugung, Ihr Glaube. Sie sind der Schöpfer. Niemand kann Ihnen Vorschriften machen, wie etwas geht und wie lange etwas dauert. Das ist Ihre Entscheidung. Das Leben wartet auf Ihre Anweisung. Wenn Sie aber glauben, nach dem Motto, gut Ding will Weile haben, das sind auch solche Glaubenssätze, dann unterstellen wir einfach, na ja, also eine größere Sache, das braucht nun mal seine Zeit. Und im gleichen Augenblick, wo ich davon überzeugt bin, habe ich auch noch recht. Aber es müsste nicht sein. Alles könnte auch sehr schnell gehen. Aber wichtig ist ja zunächst einmal, dass es überhaupt geht. Und dass wir noch immer am Anfang sind, obwohl wir am Ende des Seminars sind, sind wir noch immer am Anfang zu klären, zu definieren, was genau will ich eigentlich? Was muss denn passieren in meinem Leben, dass ich am Ende sagen kann, jetzt war ich erfolgreich? Und das wird bei jedem anders ausfallen, Gott sei Dank. Und so sollte das auch sein. Und vielleicht, wenn Sie die Erfüllung in einer sozialen Tätigkeit finden, dann werden Sie möglicherweise nie Millionärin. Aber sie werden vielleicht viel reicher als all die anderen, die zu Geld gekommen sind. Wichtig ist, dass ich weiß, ich kann vom Leben haben, was ich will. Das Einzige, was das Leben dafür verlangt, ist, dass ich ihm sage, was ich denn eigentlich will. Und das ist das, wozu ich Sie immer dränge, entscheiden Sie sich. Denn bevor Sie sich nicht entschieden haben, kann es nicht beginnen. Und entscheiden Sie sich hier. Und es beginnt immer am leichtesten mit dem Negativen. Machen Sie eine Liste, was stört mich an meinem Leben? Und da wird Ihnen wahrscheinlich einiges einfallen. Oder wenn Sie sagen, nein, stört mich nichts, dann schrauben Sie es ein bisschen runter. Was ist nicht optimal? Gut. Und dann machen Sie diese Liste so lang wie möglich. Es können ruhig 100 Positionen werden. Oder 300, wenn Sie wollen. Es ist ganz gleich. Und sobald Sie die gemacht haben, und wenn Sie Wochen dafür brauchen, nehmen Sie sich ein zweites Blatt Papier und übersetzen Sie jetzt alles das, was Sie stört, jeden einzelnen Punkt in wie hätte ich es denn gerne. Überschreiben Sie also die erste Liste, was stört mich in meinem Leben, und die zweite, wie hätte ich es gerne. Und dann haben Sie die Voraussetzung für Ihren persönlichen Erfolg geschaffen. Sie haben erst einmal dem Leben eine klare Antwort gegeben, was Sie eigentlich wollen. Und dann sind die Schritte einfach. Denn dann brauchen Sie es sich nur noch vorstellen, also die Form schaffen, es in Besitz nehmen, die Form also erfüllen und loslassen, mit Dankbarkeit und Freude bestellt, gesät, verursacht, erledigt. Danke, das war's. Und wenn dann der ein oder andere Verstand sich meldet, sagt, ja, also wenn das so einfach wäre, dann könnte ja jeder, dann brauchte man ja nur noch, wo kämen wir denn dahin, wenn das alle machen würden? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn keiner nachschaute, wo wir hinkämen, wenn endlich mal einer ginge? Und zu diesem Hobby des Lebensarchitekten gehört auch, sich bewusst zu machen, wer oder was spielt derzeit in Ihrem Leben die Hauptrolle? Und wenn das nicht Sie sind,
dann stimmt da irgendwas nicht, denn es ist Ihr Leben. Und in Ihrem Leben sollten Sie die Hauptrolle spielen. Also gehört zum Erfolg auch die Definition, was müsste sich denn jetzt in meinem Leben ändern, damit ich in meinem Leben die Hauptrolle spiele. Und wenn auch das gelöst ist, dann noch Ihr Wunschtraum. Denn Erfolg ohne Erfüllung ist kein wahrer Erfolg. Das heißt also, ich sollte mich wieder trauen, meinen Traum zu träumen. Aber dann diesen Traum auch zu verwirklichen.